Ladezeiten sind so lang. Warum sind sie so lang? Lego Racers 2. Ich meine, wenn ich so einen alten Gurken-PC hätte, würde ich das ja wohl noch verstehen. Aber ich habe mir den PC ja... wann genau, weiß ich nicht. Anfang des Jahres habe ich mir den ja zusammengebastelt. So, und es geht direkt weiter. Yay. Ab zum nächsten Rennen. Weil wir wollen ja goldene Steine. Wir wollen goldene Steine, genau. Wir wollen Sam Sinister besiegen. Wir wollen ein super Auto haben. Wir wollen alles tot machen, genau. Wir sind hier bei Plants vs. Zombies. Pflanzen hier in der Walachei bei den Osterinseln. Tolle Pflanzen, damit wir die Zombies umschießen können. Ja, die Zombies sind hier, die anderen. Die haben jetzt auch Autos, ne? Die können auch hier so explodieren und sowas alles. Muss man schön aufpassen, denn Autos sind sehr schnell. Die haben 4 Räder oder so. Sowas in der Art. Und ja, hier ist auch noch Sonne. Das ist für uns auch gut, weil die brauchen wir ja natürlich für die Pflanzen bei Plants vs. Zombies. Hilfe, goldene Steine. Was kann man bei goldenen Steinen machen bei den Plants vs. Zombies? Keine Ahnung, man kann... goldene Steine bei Plants vs. Zombies. Das sind die Walnuts, oder? Oder die Tallnuts. Pass auf bei der Hängebrücke. Ja, ja, Juhu. Weiter, weiter, los, los, los. Ich bin heiß drauf, das Rennen. Turbo. Bam, 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 bam. Irgendwie hat sich die Musik nicht verändert. Way. So, dann fahren wir hier lang. So. Hier ist nämlich ein bisschen praktischer. Auch wenn wir hier kein Item aufsammeln. Das brauchen wir ja auch nicht. Wir wollen nur in Höchstgeschwindigkeit das Rennen zu Ende fahren. Und das Raupenfahrzeug macht echt keine Geräusche. Ja. Die Osterinseln sind ganz böse. Sie sind besessen. Die haben unser Raupenfahrzeug kaputt gemacht. Nicht nett. Nicht kaputt, Marco. War viel Arbeit zusammenzusetzen, weißt du? Wow. Diese Brücke ist doof. Die ist nervig. So, noch weitere 2 Runden. Schießen wir den Stegosaurus ab. Brr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 r
Ich frage mich, ob man auch langsamer wird, wenn das Fahrzeug etwas mehr kaputt geschossen wird. Yeah! Und das haben wir auch geschafft. Mit der Bestzeit von 1 Minute 6 und 67 Hundertsteln. Ja, Hundertstel, nicht Tausendstel. Das passt schon. Oh. Ey, und wer ist da auf dem zweiten Platz? Den kennen wir doch auch noch von Lego Racers 1. Das ist Johnny Thunder. Ja. Und wer uns das nicht glauben mag, dem zeige ich das denn jetzt. Weil auch diese Welt kann man schön erkunden. Und auch diese Welt hat drei, wie gesagt, versteckte Steine. Und hinten seht ihr es schon. Und hat ebenfalls auch die zwei Minispiele, in dem ersten wir gerade reingeflogen sind. So, und die wollen, dass wir hier auch etwas einsammeln, nämlich... Ihr seht besorgt aus. Was ist denn los? Und hier liegt das Problem. Naja, wir brauchen Sprit für unsere Fahrzeuge. Sonst können wir nicht herumfahren, um den Dinosauriern zu helfen. Die können sich auch gut selbst helfen. Da ist Johnny Thunder. Dummerweise ist seit Wochen kein Nachschub geliefert worden. Und nun ist kein Tropfen mehr da. Irgendjemand müsste uns Sprit besorgen. Ja, die Insel ist auch so riesig, dass man es nicht selbst machen könnte. Keine Sorge, Leute. Ja, das kann ich doch für euch erledigen. Oh, vielen Dank, Lego Sachs. Das wäre eine große Hilfe. Aber du musst dich beeilen, nicht auszudenken, was den Dinosauriern zustoßen könnte, wenn wir nicht auf sie aufpassen. Ja, natürlich. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Und der Tee ist schon wieder leer. Oh, ich schmeiß um. Okay, Kumpel, die Sache ist die. Du musst losfahren und die Spritfässer bla 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 ja einsammeln. Bla, drücke eine Taste, schon passiert. Und wir haben hier für 5 Minuten 30 Zeit. Und auch hier sind wieder andere Fahrzeuge, die uns alles streitig machen wollen. Aber wir lassen uns davon nicht abbringen, unseren Leuten zu helfen. Ah, die Musik ist lustig. Unterlasse dies. Ey! Ah, dieser Hügel. Da da da. Da 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 da. 1, 2. Und weiter geht die Fahrt. Die Sucht nach dem Sprit. Und anstatt unser Fahrer so ein toller Samariter ist und sagt, hey Leute, ich hab hier noch in meinem Tank viel zu viel. Ich fahre hier sowieso schon nutzlos seit Stunden umher. Autsch. Fahre hier seit Stunden nutzlos umher. Sammel diese Teile. Ja, und eigentlich könnte ich euch etwas von meinem unendlichen Sprit abgeben. Weil... Oh, da ist jemand festgehakt. So, jetzt drehen wir uns einmal, weil wir brauchen nur noch 4 Stück. Jetzt hängt er da echt fest. Oh ja, oh ja. Und er will uns jagen. Er will uns jagen. Nein, das lassen wir nicht zu. Nein. Dann fahren wir jetzt hier mal durch. Und dann finden wir dort hinten bestimmt auch noch Sprit. Da. Ich finde, die Musik passt jetzt irgendwie gar nicht so zu Lego. Verdammt. Dann nehmen wir das dahin. Und eigentlich wollte uns Sparky auch sagen, schaukel nicht so viel mit deinem Fahrzeug. Das ist schlecht für den Sprit. Dann fliegt er dir raus. Naja, aber irgendwie... Wow, bei meinem Fahrstil wundere ich mich schon ziemlich, dass der Sprit trotzdem drin bleibt. 1, 2, 3, 4. Geschafft. Gut gemacht. Ja, und ja, er begattet uns mit seinem Raupenfahrzeug. Danke, Lego Sachs. Ja, was ist mit denen los? Du hast uns einen großen Gefallen getan. Das werden wir dir nie vergessen. Nicht der Rede wert. Was geht denn mit denen ab, mein Fahrzeug? Um zu zeigen, wie dankbar wir dir sind, geben wir dir diesen Autobonus. Wollen wir jetzt Haftung oder Leistung nehmen? Weil auf Schild habe ich keine Lust. Dann nehme ich eigentlich lieber nochmal Leistung, weil gerade kommen wir damit noch gut klar.